Willkommen zurück zu Desolate und unserer desolaten Suche nach einem verrückten Wissenschaftler. Hallo Toxity, hast du was gefunden? Eine Höhle? Und ein Pilz. Ah, Pilze, Pilze ist gut. Wir haben eine Höhle gefunden, wir sind ein bisschen durch die Weltgeschichte gerannt. Haben einen Jäger getötet, der war ziemlich heftig. So, schauen wir uns erstmal die Höhle an, ansonsten gehen wir weiter zu meiner Markierung. Der Bagger. Wie du schon sagtest, Excavator weist ja auf den Quarry hin. Das heißt, das hier ist kein Bagger. Kunststation, Ölstation und so was. Ja, dann gehen wir hier zurück, wieder da durch die Höhle, dann gehen wir zu meiner Markierung. Ja, das ist doch jemand, wenn ich bist du blau oder bist du rot? Rot bisschen. Ich bin rot. So gut. Ich bin blau. Ja, ich merke schon. Nee, du hattest ja noch diese Anomalie, die weiße Anomalie markiert. Die besondere. Also wieder rauskommen. Nach meinem letzten Unfall. Was ist das? Ups, ein Portal. Ups, ich hab da reingesteckt. Kommt Portale. Ich steck auch manchmal Dinge in Portale. Was sind die aus Teso? Arschkoppelns. Warum hackst du mit runtergelassener Hose über den Portal? Das mach ich immer so. Und zwar wenn sie das Toilette. Oh, ein Rezept. Was kann ich damit anstellen? Ein Molotow. Molotow-Rezept. Jawohl. Und ich kann hier Feuer machen. Ich hätte auch ein Feuerzeug. Ja, gib mal her, ich brauche das für meinen Molotow. Okay, Tagebau Morgenrot. Oh shit, ich... Ey! Alter. Uiuiui. Ich glaube, wir können da entweder links, da ist das ein Fahrstuhl. Hier ja, rechts, ja, komm mal runter. Einfach. Ah, oh, das Weg. Warum ja, kompliziert dann auch einfach? Ja, da, Vorsicht. Da geht's doch noch nicht runter. Wir müssten noch weiter links oder rechts. Also ich glaube nicht, dass der Fahrstuhl funktioniert. Ich sehe zumindest keinen. Auf der anderen Seite, das sieht so aus, dass ich irgendwann da runter könnte. Da rechts, 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 rechts. Ja, ich gehe schon. Ich gehe ja schon. Dass einer mit Axt auf mich zukommt gleich. Ich sehe nichts, ich renne. Ich sehe, kann mich auch keine Axt töten. Wenn ich nicht sehe, kann mich auch keine Axt töten. Hier ist auch noch Verrückter, der hängt einen Stein fest. Ich habe einen Toaster gefunden. Ich bin ganz stolz auf dich. Ich habe einen Toaster gefunden. Oh shit! Hilfe! Schleppt er den Verrückten rein und lässt mich angreifen. Was sagst du? Der hängt einen Stein fest. Jetzt brauche ich erstmal. Ich habe ein Trauma erlitten. Scheiße. Okay. Das hat mich ein kleines Medikit gekostet. Ja, komm her. Gebe ich mal wieder auf. Was wollte ich auseinandernehmen? Ach komm, Bügeleisen, scheiß drauf. Super, gleich kann ich mich einfach an. Was ist da los? Das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe einen Dosenfisch. Ich habe mir noch den Jingle reingeschoben. In den Mund? In den Mund. Moment, man kann die essen? Was? Oh, hallo, verrückter Mann. Verrückter Mann. Darf ich dir meine Keule vorstellen? Meine verrückte Keule? Oh shit. Oh scheiße, schon wieder eine Magie reingehauen, das gibt's doch nicht. Ey, ich hab. Geil, schon wieder ein Trauma. Und ich blute geradeaus. Ach, fuck you. So, das ist sicher. Was brauchst du denn? Kekse? Ich hab Antibiotika. Nee, Schmerzmittel. Ja, Antibiotika, Schmerzmittel, kleiner Verband, Salbe aus Sapsi-Speichel. Ich hab ja noch so, den. Hab ich da genau vor die Füße geworfen. Ja, weil den großen Medizinkiste, die große Medizinkiste würde ich lieber aufheben noch. Ah, nee, Moment. Ja. Ah, doch. Antibiotika heilt auch alles, aber die Kiste ist trotzdem ein bisschen stärker noch. Was ist da links? Noch ein Verrückter? Da drin leuchtet irgendwas.
Da wollen wir bestimmt hin, würde ich mal schätzen. Irgendwann. Heiligenberg, ja, komm hoch. Kommt auf mich zugerannt. Auf einmal kriegt er von der Seite ein Tritt in die Nieren. Ich glaube, das hat ihm gefallen. Vorne ist noch einer. Das sind zwei. Das rechts, da hinten ist noch einer. Hätte man jetzt mehr Munition, ne? Von hier aus schön. Da ist noch einer, drei, da links und rechts. Oh, das hat ihn kurz betäubt. Der Schuss. Obdachlose Verprügelung. Ja, Bumpfights. Ich werfe da ein paar Münzen hin und dann Münzlis. können die um die Münzlis Bumpfighten. Richtig asozial. Ich mache geheime Morsezeichen mit meiner Taschenlampe. Oh, Sonderpatronen gefunden. Geil. Hier ist ein Rezept. Ne, ein Poster. Quatsch. Poster heißt das. Komm mal zu mir. Da kannst du hier drin. Ist auch noch ein großer Verbandskasten. Da haben wir beide einen. Oh, okay. Hey, du störst unsere Verbandskastendinger. Todrich. Komm hier an, schon. Oh Gott, wozu heile ich mich denn, wenn ich ständig einen aufs Maul bekomme? Ja, gar nicht. Oh, ich muss erstmal eine rauchen oder was trinken. Ich habe schon wieder Angst. Oh, jetzt ist Schalter. Ich nehme. Den habe ich schon, die habe ich beide schon angemacht, die Schalter. Hat aber irgendwie nichts gebracht. Fünf Quests, die wir noch irgendwann machen müssen. Immer Irgendwann noch Quests. irgendwann. Ich will aber jetzt. Ah, jetzt sollte ich mal kacken. Sehr schön. Moment, was ist hier gerade passiert? Aus der Wirbelhose, pass auf. shit! Ui, verrückter. Haha. Oh, da. Was war das? Radio, glaube ich. Okay. Dann haben wir hier aufgeräumt, würde ich mal sagen. Weiter. Dann schau. Vorsicht, ich habe mir schon den Kopf gestoßen. Uiuiui. Eine irre Höhle ist das hier. Ich heile mich, glaube ich, erstmal ein bisschen noch hoch. Jetzt hätte ich auch noch mehr. Da, ich hatte ja noch Kräutertee. Bin ich eigentlich komplett bescheuert? Der sieht halt aus wie irgendein Material, deswegen habe ich ihn nicht gefunden eben. Naja, okay. Curtains for you, creep. Ah, creep. Ist er das? Oh, ja, so. Oh shit. Kämpf mit dem anderen, ich schieße. Jawohl. Hier, hier vom Möbel. Er macht gar nichts mehr. Achso, der heilt sich. Ich kann mehr heilen. Nicht mehr, das kriegt er hin. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr und mein Aderlasser ist kaputt. Ich habe tot getreten. Oh, da sind Schmerzmittel drin. Great stuff, buddy. What a good friend. A brother even. A blood brother. Didn't I tell you that you and I were the same? From the moment I heard the first quiver of rage in your voice, the first inkling of hatred for me, I knew that you were just like me. I'm nothing like you. Who was that? Who was the man? He was prey. Another animal following the tracks and participating in the experiment. I told him that he had to fight for something valuable here.
I don't know if he realized I was referring to his life. In any case, it doesn't matter now. Because he was weaker, and you won! And you were the stronger animal! I will find you. Okay! Verrückter Mann. The reason for my existence on this island was to prove what I've just proven. So toodaloo! Toodaloo? Alles klar. Ja, er ist verrückt. Oh shit. What's happening with these people? It's insane. Ja, insane. Aber bei mir verschwindet der Text nicht. Ah, jetzt. Okay. Novi's Gum Show. Aber er bekommen. Okay. Ich bin gerade auf einmal sehr langsam geworden. Auf einmal bin ich überladen. Warum auch immer. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht so genau. Und so, geil, ich habe eine Machete. Brauchst du einen Hammer? 250 nee. Schaden? Nee, ich habe auch eine Machete. Sag mal schneller. Geil, geil. Ich sag mal, geil, geil. Achso, falls die Leute sich fragen, ne, weil mir geht das ja persönlich ziemlich auf den Piss, wenn immer nur einer lootet. Ja, mache ich auch oft bei besonderen Gegnern oder so, renne ich zuerst hin und weil ich euch das zeigen möchte. Aber ich teile das natürlich alles gerne, wenn mein Mitspieler das braucht. Das tut er nicht, das tut er nicht, das tut er wirklich nicht. Was? Ich muss auf jeden Fall mal trinken. Ich habe kein Wasser mehr. Ich habe noch Kräutertee. Moment. Da. Ja. Wegwerfen. Da, seht ihr? Ich teile. Ich teile Kräutertee. Seht ihr? Ja, aber geteilt. Sehr gut. Da können wir die Werkbank jetzt irgendwie zusammenbasteln, ne? Ja, die in der Hauptbasis. Weil die anderen sind jetzt nicht so wichtig. Oh, dann gibt's eine ganz schnelle Reise. Wenigstens zur Hauptbasis. Ihren oder nehme ich lieber das? Haltbarkeit, Temperaturen, Schaden. Ich habe Schaden. Ich habe Schaden. Schaden im Kopf. Reparaturieren habe ich gemacht. Reparaturieren. So, theoretisch, da wir jetzt die Quest abgeschlossen haben, könnten wir ja sogar tatsächlich zur Oase wieder zurück, ne? Mal. Sie, ja. Sie. Oder wir gehen beim Stadion Flug vorbei, da wo du markiert hast. Das liegt ja fast auf dem Weg. Das ist nur ein kleiner Umweg. Und versuchen, in die Kugel zu hüpfen. Ja, dann ist das gar kein Portal. Das ist einfach ein Schredder. Sie sind tot. Game over. Ihr Spielstand wurde gelöscht. Okay, jetzt aber zu dem Wichtigen. Ist sie weiß oder ist sie rot? Oh nein, schon wieder. Schon drin. Was? Wie sie aussieht. Die wo wir machen. Achso, ne, wo waren wir schon drin? So. Ich glaube, da waren wir schon drin. Da war vorher. Der Nebel löst sich auf. War hier vorne nicht eins irgendwo? Doch, nee, ach, der hat eine Fackel. Ah doch, da hinten müsste eins gewesen sein, links. Lagerfeuer. Wenn du da unbedingt hin musst. Ach, da. Also hinter dir? In der Tonne. Ja. Ah. Ja. Jede wilde Aubergine. Das ist meine Bestimmung. So, ich verfolge das. Ja, renn einfach. Lauf! Meine Ausdauer! Okay. Dann komme ich zu dir. Voll in die Keule reingerannt. Wozu heile ich mich überhaupt? Na, sonst hätte ich dich jetzt schon wieder aufheben müssen. Also, von daher, ein bisschen Sinn hat es ja schon.
Diesmal zu blau. Genau. Apropos Feuer, ne? Ich habe mir ja vorhin mal die Updates zu den Waldbränden in Europa angeschaut. Und weißt du, was als Werbung kam? Richtig geil Werbung für Grillzeug. Echt? Das ist genauso geil wie die Survival-Werbung von einem Survival-Hersteller, der das im Fallout-Stil gemacht hat, als der Ukraine-Krieg begonnen hat. Ja. Das denke ich mir auch. Okay, schaffen wir das? Ich glaube. Ja. Ich habe letztens eine Satellitenbildkarte von England gesehen. Das war auch geil. Ein was? Ein Satellitenbild von England. Ah ja. Von oben. Da war alles braun und rechts. Alles ausgetrocknet ist. Ja, genau. Die haben ja auch Probleme zurzeit mit. Oder Waldbrandgefahr ist es bei denen noch. Aber es sieht halt auch. Ja, bei uns hier im Hintergarten sieht es ja auch so aus. Ne? Es gibt kein bisschen Grün mehr. Ist alles nur noch. Moment. Irgendwo hier? War das hier? Nee, also es war nicht auf dem Platz. Es war irgendwo am Rand. Oder hast du deinen Marker irgendwann mal verschoben? Ich glaube, ich bin eigentlich genau rum. Kommt der denn näher, Alter? Gibt's da eine, warum ist, geht meine Ausdauer so schnell runter? Bist du überladen oder sowas? Oh, fast. Da, dran liegt. Ich habe auch kaum. Komm noch. Ja gut, dann gehen wir halt zur Basis. Vielleicht. Also, entweder hast du das versetzt oder die Dinger verschwinden. Ah, ne, warte mal, da drüben. Jetzt sehe ich es wieder. Jetzt ist es auf der anderen Seite. Ja. Und. Oh. Oh, das gibt's da nicht, Alter. Naja, aber der saß da schon. Der hat mich. Ah. Geh von einem Töter an den nächsten. Auf und davon! Oh ja, Teleport auf jeden Fall. 1000 Meter. Oh shit. Aber das ist wohl ein Gebietsteleporter, ne? Wie bist du denn? Achso, ich geh nochmal rein. Hier sind die hier rausgeflogen. Hier ist ein pneumatischer Aufzug. Den erforsche ich gerade mal, dann können wir den auch zusammenbauen. Oder Fahrstuhl. Okay. Wir sind auf jeden Fall an einer anderen Bahnstation, wo wir auch noch nicht waren. Oh shit! Flammenwerfer! Oh fuck! Oh. Fuck. Alter. Das ist eure. Ich lad grad mal nach. Ja, warte mal, ich hab eine Waffe, Pistole, Gewehr. Okay, ich greife an. Er lädt. Er muss sich heilen. ja, geil. Er hat nur eine Limonade dabei. Kannst du gar reinschauen. Ja. Oh mein Gott. Oh, die brauche ich. Ja, deswegen. Für mich hat sich das sowas angelohnt. Da ist noch einer. Der hat eine Keule. Aber gegen meine Keule kommt einfach nicht an. Hier ist ein Traubensaft. Brauchst du noch mehr zu trinken? Hier ist ein Traubensaft drin. Traubensaft, den lutsche ich aus. Oh, Kekse. Geil. Oh, Kekse. Schokolade, Bienenholzen und Portwein. Kekse. So, Dosenfleisch. Oh Mann. Ich glaube, ich bin ein bisschen überladen. Ein bisschen. Viel überladen. Ich dachte, das stecke ich mir in den Po. In den Po? Da gehört doch nur Pfefferminzplätzchen hin. Ja. Was brauchen wir für den pneumatischen Fahrstuhl? Ich schau gerade mal.
Was? Irgendwas hat sich gerade aktualisiert? Ja, ich habe also irgendein Kästchen gefunden. Ein Kästchen, stimmt, das brauchen wir dafür. Und zwar Kästchen und Mikroskop. Mikroskop und Bügeleisen für das andere. Das finde ich sehr gut. Die Medizinstation können wir schon verbessern, wenn wir zurückgehen. Und den Herd können wir auch reparieren, wenn wir zurückgehen. Ja, würde ich auch machen. Ah ja, okay, wenn du die Verrückten erforschst, dann bekommst du Bonus. Zum Beispiel der Eingangsstress ist -30%. Also die verursachen weniger Stress oder so. Dann. Also es, du schaltest ja. Perks dadurch frei. Das ist gut gemacht. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja, das müssen wir halt nur einen riesen Weg laufen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal los und gucken einfach, was wir auf dem Weg noch finden. Da ist noch schon wieder... Ah ne, okay. Ich dachte schon wieder ein Flammenwerfer. Das wäre gefährlich gewesen. Wie gehen wir denn da am besten? Hier unten ist eine Straße. Oder, ja, ich glaube, wir gehen ein bisschen. Den Gleisen folgen wir nicht. Ne, die führt weiter in Norden. Oh, shit. Am besten wäre es ja, wir würden noch so eine Anomalie finden, die uns irgendwo hinteleportiert. Wieder irgendwo anders hin. Ja, noch weiter weg können wir kaum. Ist halt tatsächlich, obwohl doch, ja doch, wir können noch eine ganze Weile in den Norden, aber wir müssen sowieso in den Norden, allerdings im Westen. Problem ist, jetzt habe ich wieder keine Munition mehr. Oder kaum, ich habe nur 2 Schuss für die Pistole. Da war 9 Schuss. Oh, oh! Oh fuck, Jäger schon wieder. Fuck. Da drin. Da links steht er. Der kommt raus. Alter! Hinter dir! Jawohl, ich hab ihn! Er ist gleich tot! Oh. Okay, ich zeig euch das mal. Da. Alter, Alter. Oh, Verbandskasse. Willst du? Oh shit, hier ist noch was. Also, da ist sie. Oh, fuck, also, ich hab Meine Fresse. Das ist doch ein großer Verbandskasten drin. Brauchst du den? Ich habe auch schon einen, aber ich glaube, ich brauche gleich einen, weil ich mir schon wieder irgendwas... Ja, ich habe eine schwere Krankheit. Ich benutze den direkt, weil... Ich habe schweres Trauma. Gut, ich brauche auch einen. Gut, scheiße. Ich hab noch Medikamente, die anderen Medikamente. Ich habe jetzt den Kasten schon genommen. Okay. Ich habe neben dem Trauma noch irgendwas gehört. Ja, ich habe aber gerade gesehen, mir ist gerade erst eingefallen, dass ich ja noch die anderen Medikamente habe. Also ich habe 2 Sachen noch. Ich kann dir aber eins mal abgeben, dann kannst du es direkt benutzen. Ja. Also falls du es dann nochmal brauchst. Da. Ja. Ja. Ach, ey. So, erstmal schauen. Einen Schnaps. Komm, rein damit. Kann ich noch irgendwas entladen? Ja, die hier kann ich noch entladen. Oder ich könnte... Ich habe 2-mal dieselbe Pistole. Du brauchst keine Pistole gerade, oder? Nee. Dann zerlege ich die. Ich habe auch noch Antibiotika, sehe ich gerade. Oh Mann, wir sind ja doch viel besser ausgestattet, als ich dachte. Also ich meine, ich bin sowieso gut ausgestattet, aber das ist ein anderes Thema. Nur zur Info an alle Zuschauer. Rinnen. Ja, eher. Boah, weißt du, was sie jetzt gegendert haben? Krankenschwesterin. Habt ihr das gehört? Dieses Geräusch? Das war Schmerz. Das war mentaler Schmerz. Mentaler Schmerz, oder? So, ich kann jetzt Saves der Stufe 3 knacken. Oh, geil. Ach, stimmt. Ich könnte auch mal skillen noch. Moment, da unten fliegt ein Kugelblitz. Der bewegt sich. Der bewegt sich auf mich zu. Ist das ein Lebewesen? Der kommt direkt auf uns zu. Komm, zum Abschluss der Folge mache ich hier nochmal
Man kann Waffen werfen, Axtwerfer. Gibt es da. Oder Messerwerfer. Das ist ja cool. Okay, Axtwerfer, Messerwerfer. Oder Fellabziehe. Abzieher. Ich kann mehr Leder und Fleisch gewinnen. Aber ich glaube, ich gehe auf Messerwerfer. Ich will irgendwann mal Kunai werfen. Das hört sich cool an. Handwerker nehme ich noch. Und Zauberer. Damit kannst du Elementarschaden, also auf den Waffen, besser einsetzen. Aber erstmal nehme ich Transmutationsmeister. Dadurch kann ich manchmal mehr Sachen herstellen. Ihr Verhandlungsgeschick ermöglicht das Aushandeln besserer Bedingungen für Aufträge. Ja, das mache ich. Kann jetzt bessere Belohnung aushandeln. Wunderbar. Like, Abo, Kommentar. Lass doch mal was davon da. Bis zum nächsten Mal. Habt einen wunderschönen Tag. Tschüss.